Lilo, heute mal wieder ein kleiner Tipp zu Python, Programmiersprache. Kleiner Sicherheitshinweis, ich habe hier so ein kleines Testskript gemacht. Ich hatte vor einigen, ja, muss ich schon fast sagen, Jahren mal ein Skript gemacht, wo ich darauf hingewiesen habe, dass Subprozess innerhalb von Python sicherer ist gegen sogenannte Shell Command Injection. Ja? Da haben wir also zum Ausführen eines Kommandos lieber Subprozess benutzt, um zu vermeiden, dass der Benutzer eines Computerprogramms den Programmierer austrickst, indem er zum Beispiel Shell-Kommandos innerhalb der vom Benutzer erreichbaren Parameter einfügt. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe hier eine Funktion, die heißt ausführen. Ja. Und die soll von eurem Programm aus ein Kommando ausführen. Ja, eigentlich in der Shell. Und das soll jetzt auch Shell-Command sicher sein. Gut, ihr wollt in eurem Python-Skript das Programm, ja, oder soll ich besser gesagt sagen, den Befehl Echo ausführen. Und der Benutzer des Programms hätte Einfluss auf diese Strings. So, mithilfe dieses Subprozess popen kann er nichts passieren. Aber, ja, aber kommt später. Zeigen wir mal. Wir starten mal das Testskript. Was passiert? Gar nichts, ne? Also es startet sich nicht der Chromium Browser, obwohl hier scheinbar so ein Text entsteht, wo Shell-Kommandos drin sind, also das Semikolon oder das Und. Ja. Was aber ist, wenn das von euch im Programm fest verdrahtete Programm, zum Beispiel Perl wäre, ein anderes Programm. Und der Benutzer des Programms hätte Einfluss auf die Parameter. Ja, genauso wie da oben. Und ihr würdet einfach sagen, ja, kann ja nichts passieren. Ich führe das Kommando Perl aus mit dem, was der Benutzer da hinten dran gehängt hat. Shell-Kommandos kann das nicht ausführen. Das trifft aber hier in dem Fall zum Beispiel nicht zu. Sofern das Programm, ja, das Programm, das ihr ausführen lasst, in sich selber die Möglichkeit hat, ein anderes Programm zu starten. Perl zum Beispiel über die Option -E könnte den Chromium Browser starten. Das wäre keine Shell Command Injection, sondern die Injektion eines zulässigen Kommandos in das Programm Perl, das dann den Chromium Browser startet. Geht das? Ja, schau mal. TestPy. Und es startet sich der Chromium-Browser, was in eurem Programm, das ihr wahrscheinlich schreibt, unerwünscht sein solltet. So, das gleiche gilt natürlich auch, wenn ich andere Programme benutze. Angenommen, ihr wollt von eurem Programm aus unerfindlichen Gründen Python nochmals aufrufen. Auch Python hat die Option, ein Parameter -c, um damit eine Kommandozeile auszuführen, ja. Zum Beispiel, das wäre hier Import OS und das Minus N wäre New Line und dann OS System Chromium Browser. Würde ebenfalls den Chromium Browser starten. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass Subprozess popen pauschal sicher gegen Shell Command Injection ist. Ja, ne? Das kommt immer auf das Programm an, das ihr gerade so starten wollt. Ne? Zum Beispiel, wenn ihr Python, Perl oder zum Beispiel extern aus unerfindlichen Gründen von eurem Programm aus starten wolltet und der Benutzer des Programms, der User, hätte dann Einfluss auf die Parameter, dann könnte die so geschickt wählen, zum Beispiel mit -e, ist auch extern in der Lage, dann ein externes Programm zu starten, ja, was hier zu beweisen wäre. TestPy. Xterm startet sich und mit der Option von Xterm und zwar -e konnte ich doch den Chromium Browser starten. Ja, wie gesagt, da ein bisschen aufpassen. Ja. Sicher ist Subprozess popen gegen solche Konstruktionen mit dem Semikolon oder anderen
Shell-Kommandos, aber wenn das Programm, das ihr sowieso vom Programm aus aufrufen wollt, von sich aus schon die Möglichkeit bietet, mit -e, -c oder ähnlichem ein Kommando auszuführen, dann braucht der Benutzer gar kein Shell-Command zu initiieren, sondern ein zulässiges Kommando des jeweiligen Programms. Und dann wird trotzdem das gestartet, was der Benutzer des Programms, der ein Angreifer wäre, eurem Programm antun will. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, achtet darauf, kann das Programm, das ihr von der Kommandozeile aus eigentlich starten wollt, von sich aus schon ein Kommando ausführen oder andere schädliche Dinge tun, ja, mit der ihr gar nicht gerechnet habt, schaut euch alle Parameter an, die das Programm, das ihr von eurem Programm aus aufrufen wollt, handeln kann, damit da keins dabei ist, mit dem der Benutzer eures Programms fremde Programme starten kann. Das wird wahrscheinlich dann nicht gewünscht sein, insbesondere wenn euer Skript mit Root-Rechten läuft und der Benutzer soll keine Root-Rechte bekommen. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.